Weiter geht's hier in der verrückten Mineraliensammelmission, die da heißt Hauptziele 1. Eine epische Mission, wo aus Müll Gold wird. Hier bei den Vorspielern auf unserem Kanal. Ich bringe die Welt von StarCraft zum Leben. In eurem Wohnzimmer und in euren Herzen. Willkommen, sage ich ja nur. Und wir gehen gerade auch mal richtig cool in Führung. Also hier im Gegensatz zu diesem anderen verrückten Piratenschmuggler, der Piraten schmuggelt. Was gibt's denn hier unten? Kommandozentrale. Aber ich brauche auf jeden Fall noch ein Protoss-Artefakt. Weil ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. So mies, was kann ich hier noch machen? Ich habe alle Mineralien. Oh ja. Na gut, Mihra. Wir wissen beide, dass du mich über den Tisch ziehst. Aber ich werde dich trotzdem anhalten. Meine Truppen unterstehen deinem Befehl, Jim. Ich bin so froh, dass ich jetzt auf deiner Seite stehe. Und auf Matthews. Du hinterhältige Kleine! Ich werde dir zeigen, was mit doppelzüngigen Falschspielern passiert! Tja! Jetzt habe ich ja die dufte Sumse dabei. Die hilft mir. Wie wär's denn mal mit helfen? So, produzieren hier, produzieren. So. Oh! Ja, das war sehr cool von mir. Ultra cool. Und schießt euch mal hier durch. Eieiei. So, also produzieren wir einfach mal hier auf Teufel komm raus. Oh, cool. Dann geht's ab. Ich muss jetzt hier die Bases zerstören, habe ich da immer so ein zeitliches. Ah, hier ist zum Glück der Protoss, der letzte Protoss-Forschungspunkt. Alles gut. Ja, das kriegen wir schon. Ah, cool. Hier kommt jetzt ein großer Angriff. Das gefällt mir nicht. Ja. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das hier, dass wir hier die Kuh vom Eis kriegen. Hier ranfahren, ranfahren, ranfahren. Nicht zu weit weg. Jawohl. Gut. Und hier der, wie heißt das Teil nochmal? Raven, genau. Naja, den habe ich nicht mehr gekriegt. So, Produktion läuft. 5, noch ein paar Panzer hinterher. Hier oben wird schön rot-used. Gut. Ach ja, ich habe doch diese Fähigkeit, dass ich die Einheiten selbst reparieren. Hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. So, was haben wir jetzt hier noch? Hier rücken wir mal einfach mal nach vorne. So, was kann man denn noch machen? Vielleicht zerstören sie die Söldnerfestung. Ist das? So. Oh, das war's. Ja, ein Teil der Truppen zerstört, der Rest teilt sich so auf. Sieht immer gut aus. Wie wär's denn mal mit helfen? Panzer, der Panzer, erstmal schön hier auf die Seite. Und der Rest geht ja mal. Ah, jawohl. Haha! Space Marines, ihr pumpt euch jetzt mal schön auf. Jetzt habe ich nur den einen aufgepumpt, wahrscheinlich war es ein Söldner. So. Ich hab hier ein kleines Geschenk für dich. Gut. Dann nutzen wir die Zeit und sammeln hier noch ein bisschen Kohle ein.
Gut, Atombombe hat sich auch erledigt. Hey, der dreckige Panzer. Oh, der Raven. Ah, den hätte ich eben ausschalten müssen. Schieß, schieß. Und jetzt aber. Jetzt ist durch das Thema. Gut, jetzt gibt es den hier noch dabei. So. Cool. Wir machen jetzt hier hinten erstmal Rambazamba. Und hier der Raven vor allem. Der soll sich bloß verziehen hier. So. Der miese Panzer da. So. Jetzt können wir hier nochmal meine andere. Hier noch dazu holen. Goliaths kommen dazu. So. Das kommt auch ganz gut. Gut, weiter geht's. Ja, ich bin ja hier so ein bisschen wie die blindernden Bauern. Ich nehme hier jetzt so alles so nach und nach immer mal wieder in Besitz. So. Ja gut, dann hacken wir jetzt erstmal hier rein. Aber hier drüben ist bestimmt irgendwas. Sieht ein bisschen komisch aus. Was ist jetzt hier los? Ist da noch irgendwo was? Noch ein Panzer dazwischen oder so? Ja, hier, jetzt will ich hier Goliath sehen. Ich brauche ein bisschen Luftunterstützung. Marines. So. Panzer ziehen wir mal vor. Jawohl, das läuft doch hier wie geschnitten Brot. Gut. Oh. Kreuzer. Da gibt es einen Stim. Dann ist der auch Geschichte. So. Gut. Tja. Ach ja, hier die letzte Verteidigung oder was? Für die Loser ist das. Tschüss! Haha! Oh, Deutscher Lohne. Schaut gut schon! Ich gebe auf! Ihr habt ja euren verdammten Adjutanten! Ich sollte dem Universum einen Gefallen tun und dich umlegen, Orlan. So dumm nur, dass ich dich vielleicht eines Tages brauchen könnte. Mira, sei so gut und regel das. Mit Vergnügen, Rainer. Ich werde mich gut um diese Schlange kümmern. Und sogar umsonst. Hat er nur 6000 Credits gekriegt. Ja, das war die Mission Halsabschneider. Auf schwer. Ich hätte auf 25 Einheiten der Spinnenmine vernichten müssen. Naja. Gibt Wichtigeres. Wichtig, popichtig. Tja, aber jetzt bin ich meinem gemacht habe, da werde ich gleich mal gucken. Sonst muss ich das nochmal spielen. Naja, Brücke der Perion. Ist denn was? Gibt's da was? Was Neues? Ja. Sir, der entschlüsselte Adjutant ist wieder im Labor und sollte jetzt betriebsbereit sein. So, altes Mädchen. Wir haben dich auf Tarasonis ausgegraben. Warst du während des Zerg-Angriffs online? Kannst du dich daran erinnern, ob Arcturus Max vielleicht war? Thank you.
habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Ihr habt eure Befehle, führt sie aus. Ja, damit der Beweis. Sie scheinen meine Position hier nicht zu begreifen. Niemand wird mich aufhalten. Nicht Sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Wenn Sie versuchen sollten, mir ins Gehege zu kommen. Tja, besser geht's doch gar nicht, oder? Ja, es gibt doch gar nicht. Was macht denn Hansen dazu hier? Eieiei, du Bab. Kinder sind immer noch ein ziemliches Mysterium, was? Naja, eigentlich habe ich da gerade etwas Interessantes entdeckt. Wann immer man dieses Protoss-Gerät dort drüben benutzt, reagieren die Artefakte, indem sie sich annähern und ihre molekularen Matrizen ausdehnen. Nochmal, langsamer und in einfacheren Worten, bitte. Nun, stell sie dir wie trockene Schwämme vor. Anstatt Wasser saugen sie die Energie der Umgebung auf und sie versuchen so viel davon zu absorbieren, wie sie nur können. Sind sie gefährlich? Nicht für Menschen. Wenn meine Theorien stimmen, dann würden sie zum Beispiel einem Protoss direkt das Leben aussaugen. Ja gut, aber jetzt machen wir erst einen kurzen Break und sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt, Starcraft Rings of Liberty. Macht's gut, tschüss.